Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew 2. Ja, nächstes Rennen. Blub, 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 blub. Erstmal hier alles umfahren. Two. One. Action. Porsche. Ich will auch. Okay, hier geht's lang. Oh. Oh, okay, 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 ganz easy. Okay, links. Ja, 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 ja. Okay, weiter geht's. Ja, das war dumm. Ah, da hätte man abkürzen können. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Eigentlich bis jetzt ganz easy. Oh, oh, das war dumm. Nein, nicht hängen bleiben, okay. Muss Nitro sparen. Ah, die kommen aber mit Riesenschritten. Nicht irgendwo an der Hausmauer knutschen gehen. Wir ein bisschen raus beschleunigen. So, diesmal nicht. So, jetzt können wir hier ein bisschen abkürzen. Ja, und dann können wir jetzt hier den Schwung auf die Gerade hier durch. Okay, Vollgas. Oh, ihr leckt mich in die Füße. Er ist ja rasiert. Digga. Popularität. So. Sehr schön. Kehre zur freien Fahrt zurück. Ja, das haben wir ja schon. Entspannen Sie sich, junger Mann. So, was haben wir hier? 161, wunderprächtig. Und hier 172, auch wunderprächtig. Mehr Leistung. So, ich glaube, mit Street sollten wir dann fertig sein. Ja. Wir können zwar jetzt hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier... Ja, da sehen wir nämlich schon. Hier haben wir nämlich auch nochmal ein und das ist Flucht. Warte mal ganz kurz. Ah gut, in die Richtung kann man das eigentlich auch machen, aber wenn ich da am Ende bin, habe ich ganz schön die Arschkarte. Ich würde gerne Flucht von der anderen Seite starten, mein Freund. Aber gut, wir probieren es erstmal in die Richtung. Wenn alles gut ist, können wir ja so fahren, aber... Nee, wisst ihr was? Wir fahren außen herum. Und wir fahren doch in die andere Richtung, weil da ist doch gleich Ende. Guckt mal. Ja? Guck mal, da ist doch Ende. Nach oben hin
haben wir viel mehr freie Fahrt. So, und Gas. Alter, ich sehe nichts. Die Sonne ist richtig bekloppt. So, jetzt nur noch Gas. Bitte, mehr geht nicht. Bergab Power. Aber weiter ging auch nicht. Bam, 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 bam. Okay. Du wolltest von der Belohnung klauen oder was? Ne? Nur einmal Nakui. Oh, wieder falscher Knopf. Ich glaube, wenn man richtig gut bei diesen Disziplinen ist, dann bekommt man auch Tuning-Teile da. Sehr schön. Wieder was ausgestattet. Das gefällt mir. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Ja, hier hätten wir noch Half Miami Slalom, aber sowas. Ah, da bin ich jetzt nicht so unbedingt die große Lust gerade drauf. Das können wir dann gleich mal machen. Na komm, wir machen das jetzt, oder? Ja. SR. RA. Oh oh. Können wir das schaffen? Also das Rallye-Wagen haben wir, ein Boot haben wir auch. Bei RR? Haben wir RR? Ein Augenblick, Leute. Ein Augenblick, ich gucke erst, ob wir ein RR haben. Ja, ja, Junge. Sweet, sweet. Swift. RR. Ja, das wäre RR, oder das wäre RR. Ja, und Boot haben wir ja auch. Ich will nur gerade überlegen, ob es nicht schlauer wäre, wenn ich noch ein paar Bootrennen machen würde erst. Ach komm. Shit, egal, Mann. Willkommen an der Golfküste, wo Jawohl. Wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und okay. Auch diesmal wird es verdammt wild. Alter, ich wollte gerade sagen, ich muss schon wieder Gas geben. Ich habe gerade schon Käffchen genommen. Extreme. Okay. Eigentlich kommt es hier ja noch gar nicht drauf an, Erster zu sein, sondern eigentlich ja bei der letzten Disziplin, ne? Aber gut, wir fahren jetzt einfach mal. Oh, what the f... Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann man einen Fahrer, der sich so an die Spitze katapultiert, noch Herausforderer nennen? Okay, wir haben es noch gut gerettet. Ah, das ist immer diese Leichtdämmerung ist. Ein paar gigantische Zuschauer in diesem Rennabschnitt und sie erwartet gigantische Action. Hier zeigen sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein echter Gladiatorenkampf da draußen. Ich will diese Disziplin auch gewinnen. Oh, ich habe gerade geträumt. Alter!
Okay, also das Rennen ist schon ziemlich lang. Okay, ab ins Boot. Der große Moment ist da. Es wird Zeit, die Disziplin zu wechseln. Und da muss man sagen, das Ding haben wir kaum getuned. Ich glaube nicht, dass das wirklich zum Nachteil für uns wird. Oh. Alter. Okay, okay, das ging ganz gut. Eieieiei. Aber ich glaube auch, wenn ich zu wenig Tuning gehabt hätte, dann... Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Oh. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen. Das Rennen hier hatte man ja auch in der Open Beta und so. Also in dem Sinne bin ich ja jetzt erst da, wo man... zur Open Beta spielen konnte, aber ich habe nie, das hier habe ich zwar noch gemacht, aber ich habe die ganz anderen Disziplinen nie gemacht. Langsam wird es Zeit für unsere Fahrer im Wasser Akzente zu setzen. Eieiei. Okay, noch sind wir die ganze Zeit schön Erster. Ah, okay, jetzt wird gewechselt. Machen wir uns jetzt die Hände schmutzig. Oh, Motorrad. Das war aber nicht so. Wieso denn Motorrad? Wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg nehmen. Sie haben die Wahl. Ich weiß wirklich nicht, was schlauer ist. Okay, okay. Warum Motorrad? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, ich würde ein Fahrzeug... Oh, fuck. Na, das ist mal mutig. Er überlässt den anderen Fahrern das Feld. Ja, das ist doch richtig doof. Ich hab gedacht, das wird gerade ausgehen. Jetzt habe ich es selbst verkackt wahrscheinlich. Okay, man muss wahrscheinlich die ganze Zeit wieder nach vorne drücken, so wie bei The Crew 1. 94%, wir haben es gleich. Oh! Leck mich fett! Danke, dass ihr euch das zweite Rennen der Live Extreme Series angesehen habt. Folgt uns in den sozialen Medien aus New Orleans. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. War schon übel. War schon nicht übel. Aber ich hätte lieber ein Auto gehabt für das Motorrad. Aber das ist ja egal. Ist ja alles egal. Performance-Teile, Auspuff. Okay, okay, Video. Video vorbei. Hin. Okay, reicht. Also das ist jetzt Fahrzeug. RR. Oder habe ich nur ein Teil eingesammelt gerade? What the fuck? Ich habe doch gerade Tuning-Teile eingesammelt. Wo sind die?
Für die SR. Okay, lieber fürs Auto habe ich das eingesammelt. Ich baue das auch lieber alles hier in mein Auto ein. Warte mal, habe ich mich da nicht gerade vertan? Das hier verstehe ich zum Beispiel nicht, dass das immer noch hier drin ist. Das ist doch schlechter, verschrotten. Jetzt ist es weg. Okay, also ich habe für Rallye, für RR die Karre gewählt, was ich absolut nicht gut finde. Ja, jetzt ist das ja weg. Das ist mein Favoritenauto. Aber wie kann ich denn für die Klassen das festlegen? Okay, keine Ahnung. Mache ich mir jetzt auch nicht so große Gedanken gerade drum. Wir gucken mal, was wir jetzt hier noch als nächstes haben. Und zwar hier hätten wir dann auch noch mal ein Rallye. Rallye Road. Alter. Oh, okay. Okay, okay, das war zu viel des Guten. Ich sage damit aber auch erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei The Crew 2. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Bis dann. Tschüss.